Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky Gameplay. Und in der letzten Folge ist wieder etwas technisch schief gegangen. Nämlich, irgendwie war mein Mikrofon wieder aus und ich schaue gerade nochmal hier bei OBS auf die Anzeige, ob es auch wirklich läuft. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen, aber aus irgendwelchen Gründen schaltet er manchmal das Mikrofon auf Standard zurück und dann nimmt er eben den Ton nicht auf, weil das interne Mikrofon im Notebook scheinbar dann abgeschaltet ist irgendwie, wenn das externe eingeschaltet ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist dann kein Ton, also man hört den Spieleton, aber man hört mich nicht sprechen. Und ja, das geht natürlich gar nicht. Also, ist ja klar, ne? Also, so, Lichtjahre zurückgelegt und hier noch eine gute Stunde. Okay, ja, da müssen wir mal schauen. Also, wir sollten dann nochmal vorbeischauen, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt das Problem, also in der letzten Folge, die ich jetzt nicht eingestellt habe, weil das macht nicht wirklich Spaß und ich muss mal lernen, wie ich so Filme auch nachträglich vertonen kann. Aber es ist auch nicht viel passiert. Also wir haben im Grunde genommen das gemacht, was wir in der Folge zuvor schon gemacht haben. Wow, das ist ja ein Schiff hier. Wow, wow, wow. Wir haben, und das hier erst, wow. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Da ist auch noch eins. Boah. Also hier ist reger Verkehr, hä? Ja, und wir haben das gemacht, was wir in der Folge zuvor schon gemacht haben. Nämlich, wir haben uns Treibstoff besorgt, wir haben die eingehenden Expeditionen besprochen, wir haben Geld verdient, nicht schlecht. Wir haben etliche Sachen zurückbekommen oder mitbekommen. Leider keine Fregattenmodule. Und haben unseren Garten abgeerntet und so weiter und so fort. Und haben glaube ich, sogar noch mal ein paar Fregatten zusätzlich angeheuert. Also das war so ein bisschen der Werdegang. Und ja, jetzt müssen wir mal noch mal raus in den Asteroidengürtel und müssen uns Tritium besorgen. Ich habe noch keine vernünftige andere Möglichkeit aus einem Asteroidengürtel gefunden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn ihr da was wisst, dann gerne was in den Kommentaren hinterlassen. Ich habe im Moment, wie gesagt, noch keine Möglichkeit, irgendwie anderweitig Tritium zu gewinnen, als über die Asteroiden. Und ich suche jetzt da gerade mal ein bisschen. Wenn die immer da sind, wo sie üblicherweise sind, dann müsste hier eins sein, langsam, ja. Hier in der Nähe von das ist Gold. Hier in der Nähe von der Station müsste eigentlich was sein. Und vielleicht auch hier irgendwo bei den Frachtern. Ich weiß nicht. Auch da gerne ein Hinweis, wie man Asteroidenfelder am schnellsten findet. Einfach in eine Richtung fliegen, konstant, oder gibt es da irgendeinen Trick, dass die an einer bestimmten Stelle immer irgendwie aufpoppen? Jetzt kommen hier die Frachter, die räumen uns das Ganze wieder leer, als selbst wenn hier was gewesen wäre. Aber wir sind ziemlich pleite mit 50.000. Haben wir also praktisch kein Geld mehr. Also insofern müssen wir uns im Moment keine Gedanken machen über Fregattenkauf. Ich denke, wir haben auch genug. Also unser Problem ist im Moment eher, dass wir nicht genügend
Okay, das ist ein fester Asteroid, keinen, den wir abernten können in dem Sinne. Das ist Gold. Ja, das war der, den wir eh schon geschossen haben, genau. Der liefert uns auch Gold. Also wie gesagt, im Moment tue ich mich immer ein bisschen schwer, Platin, das ist alles super, das können wir auch alles brauchen. So, hier ist wieder ein bisschen mehr. Aber das sind alles nur Edelmetalle. Kein Tritium. Also ich weiß es nicht so richtig. Wahrscheinlich jetzt hier. Okay. Wahrscheinlich muss man tatsächlich immer in eine Richtung fliegen, um irgendwann mal auf ein Asteroidenfeld zu kommen. So. Irgendwann tauchen unsere Freunde natürlich wieder auf, da müssen wir also ein bisschen aufpassen, dass wir die dann nicht unbedingt treffen. Jetzt am Anfang können wir noch ein bisschen unbeschwert hier rumballern, aber in relativ kurzer Zeit tauchen da immer die Freunde auf und wollen dann auch meinen und dann ist nicht gut. Okay, Piraten. Also ich will jetzt hier nur in kurzer Zeit so viel Tritium ernten als möglich. Ja, unsere Freunde habt ihr aber noch nicht gesehen, also irgendwo schwirren sie rum. Relativ nahe, weil ich die auch schon hier höre, wie sie mit dem Strahler abbauen. Also die Frage ist hier, wie kann man am effizientesten und schnellsten Tritium abbauen? Also wie kann man am schnellsten möglichst viel Asteroiden kriegen hier? Und das sind irgendwo Piraten. Also ich bin mit der Steuerung des Raumschiffes mittlerweile schon relativ zufrieden.
Also das ist schon okay. Mittlerweile. Dieses Rumoren ist wahrscheinlich immer, wenn das Material dann im Frachtraum hier irgendwie verstaut wird, eingefangen wird von den Feldern, von den Kraftfeldern, die das, die Asteroidentrümmer dann ein... Okay, Bedrohung geortet, ja, okay. Also ich habe kein Problem, wenn die kommen. Ich würde jetzt aber auch keine Zeit verschwenden, um die zu suchen. Außer ihr sagt mir, es ist eine gute Idee, weil die sonst unsere Frachter angreifen in irgendeiner Weise. Dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, wenn Piratenmeldung da ist, dann suche ich die und greife die aktiv an. Im Moment würde ich eher sagen, wenn sie kommen, ist es gut, dann setzen wir uns auseinander mit ihnen. Aber solange die noch nicht aktiv uns angreifen, das sind... Was sind eigentlich diese Quallen? Weiß das jemand von euch? Das würde mich mal interessieren, die da ab und zu auftauchen. In irgendwelchen, aus manchen Asteroiden kommen diese Quallen. Und ups, hey! Der war aber frech. Der hat uns richtig hier tangiert. Okay, lass sie kommen. Okay, dann sollten wir mal unser Schild aufladen sofort, falls da noch mehr neue kommen. Okay, passt.
Okay, also die Piraten sind mit dieser Zielautomatik, ehrlich gesagt, wenn man während des... Also in dem Moment, wo dieses kleine rote Dreieck angezeigt wird, ist sozusagen die Zielautomatik aktiv. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Und ab dann muss man nur S drücken, die S-Taste wie Siegfried. Und dann folgt das Laserziel automatisch einem der Schiffe. Es bleibt auf dem Schiff, bis es zerstört ist. Also es wechselt dann nicht mehr zu anderen Schiffen, die auch angreifen. Also man braucht auf jeden Fall ein Schild, sonst ist man natürlich ziemlich schnell alle, weil die anderen einen dann natürlich auch behacken. Aber... Oh wow, das war knapp. Okay. Dann bleibt diese Zielautomatik auf dem Schiff drauf und man muss dann nur aufpassen, wenn man das Ziel verliert, weil es zu schnell auswandert, dann am besten den Laser kurz mal pausieren, damit er wieder abkühlt. Also und ansonsten einfach drauf bleiben. Die Zielautomatik macht den Rest, hält das Ding also immer im Fokus sozusagen. Und in dem Moment, wo das Ziel zerstört wird, wechselt es auch zum nächsten feindlichen Schiff, in Anführungszeichen. Es ist also relativ easy sozusagen den Dingern. Voraussetzung ist, denke ich, das hättest du dir gedacht, dass ich da jetzt hinschieße, ne? Und also der ist schon ziemlich penetrant hier. Dann einfach draufbleiben, schauen, dass der Laser nicht überhitzt, aber ihn doch oben halten. Es ist wohl so, genauso wie beim Handlaser, auch mit dem Schiffslaser, der ist ziemlich leistungsfähig, würde ich mal sagen. Es gibt sicher noch im Spiel jetzt wesentlich bessere Waffen. Aber der tut's auch. Also ich hab bisher noch keine Probleme gehabt, diese Piraten mit dem Laser irgendwie zu kriegen. Und dann draufbleiben mit der Zielautomatik. Einen nach dem anderen. Es sind ja in der Regel zwischen einem und fünf Piraten, nach meiner Erfahrung. Wichtig ist, dass man eben das Schild oben hält. Und wenn das Schild irgendwann mal empty ist, dann nachladen nicht vergessen. Also die Zeit muss man sich dann nehmen, auch wenn man mitten im Kampf steckt. Aber das ist wichtig, weil sonst nimmt man tatsächlich Schaden, wenn das Schild unten ist. Und ansonsten darauf bleiben, einen Piraten nach dem anderen erledigen und das war's. Und ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob wir jetzt wieder uns irgendwo beliebt gemacht haben. In der Regel kriegt man dann irgendwie so ein bei Gag oder je nachdem in welchem System man ist, bis man dann eben steigt die Beliebtheit. Und das ist ja eine schöne Sache dann. Keine Ahnung für was. Aber ich glaube, die Preise, die man erzielen kann in den Systemen beim Handeln und so weiter und auch was gehandelt wird, ist dann besser, je höher der Rang bei der entsprechenden bei dem entsprechenden Volk ist. Ne? Also wir versuchen hier unser Bestes, mal unser Tritium aufzutanken, weil wir werden, die eine Expedition ist ja fast zurück, die wir schon in der letzten Folge ausgeschickt haben. Wir haben ja noch jede Menge Fregatten, das heißt, wir können sogar noch wahrscheinlich einen Flottenkommandoraum zusätzlich einrichten. Dann können wir mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz auf dem Laufenden, 5 oder 6 parallele Dinge ausschicken. Also ich glaube, wir können eh nicht mehr als 5 gleichzeitig, geht nicht, ne?
5, weil wir können nur 25 Fregatten haben, wenn ich es richtig... Oder irgendwie so. Also ich glaube, bei 5 Expeditionen gleichzeitig ist eh Schicht im Schacht. Und insofern, das wäre aber sicher eine gute Sache, wenn wir das erreichen. Weil damit holen wir natürlich das Maximum raus aus dem... Okay, der Kollege ist schon ziemlich neu. So, jetzt schauen wir aber mal. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie viel haben wir denn? 2249. Okay, also das ist schon mal, glaube ich, eine Nummer. Wir sollten so um die 3000, habe ich mal so kalkuliert, brauchen wir. Um safe die gesamte Flotte an unseren Fregatten wegschicken zu können. Ne? Das wäre also schon mal eine gute Sache. Wir machen also noch ein kleines bisschen weiter. Mal schauen. Heute bin ich ein bisschen ausgeruhter, in Anführungszeichen. Deswegen klappt es auch hier besser mit dem Asteroiden abschießen. Das ist ein bisschen eine Konzentrationssache auch immer. Ja, dass man so schnell reagiert. Also das ist das Spiel, hat glaube ich so für alle... jetzt ist nochmal irgendwie ein Pirat im Anflug. Wir schauen mal. Ja, die sehen unsere Karten. Okay, da kommen sie schon. Okay. Dann legen wir gleich los hier. Also ich bleibe da immer ein bisschen drauf, nur wenn der jetzt, in dem Moment, wo er in den Fokus kommt, Laser feuern, drauf bleiben, solange bis man ihn entweder hat oder bis er auswandert. Die Schilde der Piraten sind scheinbar auch nicht alle gleich stark. Jetzt haben wir alle erwischt. Und wie gesagt, der Laser haben sie ihn verbessert, Korvax 2, okay. Der Laser hat scheinbar die größte Leistung, wenn er nahe Reisemeilenstein erreicht. Alles klar. Was haben wir denn? Gefährlich. Raumschiff zerstört 60. Alles klar. Wenn der Laser oben im Richtung roten Bereich geht, dann hat er die höchste Leistung. Das heißt, es macht Sinn, da kurz bevor er überhitzt, so ein bisschen kurz zu stoppen, auszusetzen, um dann wieder weiterzumachen, um ihn dann oben in diesem hohen Leistungsbereich eben zu halten. Silber. Ja, wir ernten hier natürlich jede Menge Metalle noch mit. Aber hauptsächlich sind wir an Tritium interessiert. Hauptsächlich sind wir am Tritium interessiert. Wir ernten jede Menge Goldklumpen und sonstige Dinge. Das ist natürlich super. Können wir irgendwann sicher auch brauchen. Aber im Moment geht es mir hauptsächlich um Treibstoff. Und dazu brauchen wir Tritium. Und da sind schon unsere Kollegen wieder. Okay. Also ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich nochmal und wenn wir die 3000 erreicht haben,
dann machen wir mal kurz, dann war es genug, oder dann ist es genug erstmal für die aktuelle Welle, die wir losschicken wollen. Wir wollen also wieder eine neue Welle Expeditionen losschicken. Ich sag mal 4-5 Expeditionen. Und dafür sollte es erstmal reichen und dann schauen wir weiter. Es ist natürlich ein bisschen, es ist zeitaufwendig hier tatsächlich das Lithium zu fördern, zu kriegen. Aber beißt die Maus keinen Faden ab, da müssen wir durch. Da müssen wir durch, wir brauchen das. Es gibt im Moment, ich denke, es gibt dann die Möglichkeit, das auf dem Planeten. Irgendwie habe ich so das im Hinterkopf, dass es da die Möglichkeit gibt, auf Planeten irgendwie so einen Gasextraktor oder sowas zu so ähnlich wie Metallextraktor. Also dass man das auch über so Raffinerien auf dem Planeten irgendwie an bestimmten Hotspots dann zu raffinieren und zu fördern. Und ja, das wäre natürlich dann der Königsweg, weil wir jetzt schauen wir mal kurz, 3054, jawohl, okay, alles ist fast. Jetzt schauen wir mal, wo ist unser Frachter? Wo ist unser Frachter? Der steht normalerweise in der Nähe von, da ist er irgendwo, denke ich, ja, da steht er. Okay, also wir kämpfen uns mal in Richtung unseres Frachters noch durch, nehmen noch mal ein paar Asteroiden mit, die auf dem Weg liegen. Schauen wir, dass wir hier das Asteroidenfeld verlassen dann und am Frachter landen. Genau, da sind wir schon. Okay. Okay, so, da geht's hin. Ich ziele nicht direkt auf den Frachter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man ihn sieht, dann kommt er ziemlich schnell näher. Okay, hier haben wir auch nochmal Asteroiden, jede Menge. Hätten wir auch vor Ort gehabt, einiges. Okay. Na gut, wir nutzen die Gelegenheit und sammeln noch ein paar ein. Ich denke, wir können das immer brauchen. Wir lagern, was wir nicht brauchen, lagern wir, das können wir in der nächsten Runde brauchen. Irgendwann müssen wir es ja sowieso sozusagen fördern. Da haben wir also keinen Nachteil, wenn wir es jetzt machen, außer dass es uns jetzt halt ein paar Minuten mehr kostet. Okay. Okay. Das ist relativ ausgedehnt, dieses Asteroidenfeld. Er sieht so nahe aus und ist es aber scheinbar nicht. Keine Ahnung. Jetzt. Ja, das ist
manchmal wirklich ein bisschen und andere kriegt man schon wirklich aus der Ferne ganz gut. Okay, so, hier der letzte. Und dann sind wir wieder auf dem Weg zum Frachter. Gut. Da sind schon unsere ganzen Fregatten. Der Schwarm, ein Fregattenschwarm. Ich denke mal, wir sind unterm Frachter. Ich würde ein bisschen nach oben ziehen. So, mal kurz hier schauen. Jawohl, da sind wir. So, okay, also wir sollten jetzt so ein bisschen mehr, etwas über 3000 Tritium haben. Jetzt ist die Frage, wie viel die Wasserstoff haben wir noch? Das ist jetzt die nächste Frage. Wir schauen mal gleich. Ja, 280. Nee, das ist Deuterium. Also wir haben 3200 Tritium, das ist schon mal ganz super. Und wie viel haben wir Deuterium? Die Wasserstoff. Oh, 32. Das ist nicht gut. Das wird uns nicht weit reichen. Das ist natürlich das nächste Problem. Ich dachte, man kann aus Deuterium irgendwie das Ding herstellen. Aber was haben wir hier noch? Deuterium. Wir haben jede Menge Deuterium. Aber mit dem Deuterium können wir auch nicht viel machen. Die Wasserstoff. Wir brauchen die Wasserstoff. Sag nicht, wir müssen auch nochmal auf den Planeten und die Wasserstoff sammeln. Das wäre jetzt natürlich nochmal ein bisschen blöd. Lagerbehälter, der ist noch leer. Okay. Na gut, wir gehen mal hoch. Vielleicht können wir ja auch die Wasserstoffgelee kaufen. Wir gehen jetzt erstmal hin und schauen, ob wir am Terminal was kaufen können, am Handelsterminal. Weil wenn wir die Wasserstoff, dann haben wir 1 zu 20 oder 1 zu 80 kaufen. Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil wir natürlich nicht allzu viel Geld mehr haben. Wir haben nur 49 Navigationsdaten. Uran. Nee, wir können kein die Wasserstoff kaufen. Uran können wir zum Beispiel schon gar nicht mehr kaufen. Alles. Also da sind wir im Moment ein bisschen. Aha. Ja, und wir können keinen die Wasserstoff kaufen. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Also den Sprit für die Expeditionen ranzuschaffen, ist also gar nicht so ohne. Ne? Also wenn ihr da gute Tipps habt, dann gerne her damit. Jederzeit. Da ist die Wasserstoff 32. Aber das da reicht. So, aus Deuterium können wir nur für Ritstab machen. Um Gottes Willen. Können wir vielleicht das irgendwie mit Tritium... Dann haben wir alles Tritium. Die Wasserstoff. Nicht verfügbar. Mhm. Dachte ich mir schon. Okay. Können wir denn mit Tritium irgendwas machen? Ferritstaub. 5 zu 1. Das ist auch nicht gerade witzig. Also wir brauchen die Wasserstoff. Ja, das heißt, wir müssen auf unserem Planeten. Wir können hier natürlich jetzt nochmal die Pflanzen abernten.
weil das uns ein bisschen Geld bringt. Dann können wir wenigstens, dann sind wir wenigstens geldmäßig nicht mehr so am Limit. 400.000 oder so sollten wir für die Gravito-Bälle kriegen. Also so in der Größenordnung. Und die Sternendorn und die Solanium, die brauchen wir, um weitere Sachen zu bauen dann. Und so, jo. Mal kurz sprinten hier. Wir gehen zurück und handeln nochmal. Hier haben wir in der hinteren Raffinerie eigentlich noch irgendwas drinnen. Irgendwie habe ich so in Erinnerung, da haben wir mal was reingesteckt. Nein, da haben wir nichts mehr. Okay. So. Jetzt hier handeln. Verkaufen. Anzug. Da haben wir nichts, was wir verkaufen können. Da, die Lagererweiterung können wir gleich noch loswerden, damit hier der Ding wieder leer wird. Gravitinobälle 12. 448.000, obwohl die hier nicht so wirklich gut nachgefragt sind, aber wir verkaufen sie. So, dann haben wir immerhin fast 500.000 wieder. Das ist ein bisschen, das bringt ein bisschen was. Ja, also wir müssen auf einen der Planeten und wir müssen schauen, ob wir die Wasserstoff-Gelee kriegen, entweder das oder oder wir müssen die Wasserstoff auf der Oberfläche von einem Planeten einsammeln, die blauen Kristalle. Ich meine, die gibt es ja zuhauf, wenn dort kein Wächter ist. Dann würde ich sagen, okay, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Wasserstoff holen für unsere Expeditionen. Und jo, wie immer, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann gerne einen Daumen da lassen, wenn ihr neu seid und noch kein Abo habt, dann gerne auch ein Abo. Freut mich, hilft dem Kanal und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.